Erzähl davon, der Podcast für gute Kommunikation im Ehrenamt. Hallo, willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich bin Katrin und ausnahmsweise alleine hier heute unterwegs. Ich erzähle euch heute was über E-Learning und Blended Learning. Und vor allem verrate ich euch heute, wie ihr unsere Online-Kurse benutzen könnt, um gemeinsam mit eurem Team oder gemeinsam mit Freunden damit zu arbeiten und zu lernen. Zunächst einmal möchte ich euch einen Einblick geben, wie unsere Kurse eigentlich aussehen und didaktisch funktionieren, falls ihr sie noch nicht angeguckt habt. Und zwar haben wir uns ziemlich früh dazu entschieden, dass unsere Kurse Selbstlernkurse sein sollen. Sprich, es gibt keinen wöchentlichen Rhythmus oder einen festen Starttermin oder eine Gruppe, mit der man zusammen dann anfängt, sondern sobald wir einen Kurs freischalten, ist er dann auch wirklich komplett verfügbar. Man kann also dann theoretisch auch Module überspringen, die man nicht braucht, und direkt zu den Sachen kommen, die einen interessieren. Man kann eben flexibel lernen, man kann lernen, wo und wann man möchte, man ist nicht auf bestimmte Termine angewiesen. Wenn euch morgen einfällt, dass ihr unbedingt Fachkenntnisse zum Thema, wie schreibt man eine Pressemitteilung, braucht, dann könnt ihr einfach direkt zu dem Kurs Pressemitteilung bzw. zum Kurs Pressearbeit gehen und da dann das Modul Pressemitteilung euch angucken und müsst eben nicht warten, bis irgendwie dann das dritte Modul in der dritten Woche freigeschaltet wird oder so. Das sind natürlich Vorteile, weil man eben eine große Flexibilität hat. Diese Art von E-Learning kann aber auch ein Nachteil sein, weil es möglicherweise schwierig ist für manche Leute, sich dann zu motivieren. Man fühlt sich vielleicht so ein bisschen einsam ohne diese Gruppe oder diesen Zeitdruck, so dieses, ich muss das jetzt machen, weil nächste Woche geht's weiter. Und man hat dann natürlich auch nicht direkt die Möglichkeit, sich mit anderen auszutauschen oder irgendwie direkt mal zu fragen, wie sieht das aus bei euch? Habt ihr das und das verstanden, wie man das jetzt machen könnte, wenn man entweder A, in einem Offline-Seminar sitzt, also wirklich in einem Kurs mit anderen Leuten in einem Raum, oder eben in einem E-Learning-Kurs ist, wo man sehr engen Kontakt mit den Leuten hat. Und außerdem gibt es natürlich die Versuchung, dass man einfach ganz viel überspringt, wenn man irgendwie sagt, ja, brauche ich nicht unbedingt, ich klicke einfach mal weiter. Oder dass man vielleicht sich ein bisschen leichter ablenken lässt, wenn man sich da so alleine durchklickt. Wir haben uns aber bewusst für diese Form des E-Learnings entschieden, weil für uns eben die Flexibilität wirklich am wichtigsten war. Wir haben zum Beispiel öfter gehört, dass Leute von Vereinen oder von Hochschulgruppen angefragt worden sind und gesagt haben, wir brauchen Hilfe bei der Aufgabe XYZ, könnt ihr nicht dafür ein Seminar organisieren, zum Beispiel irgendwie Fundraising oder sowas. Und bis das Seminar dann organisiert wäre, würden einfach Wochen und Monate vergehen. Und bis dahin ist dann das Event, für das Fundraising betrieben werden soll, schon wieder komplett vorbei. Ich glaube, gerade so die jüngeren Leute, so die Studenten, haben vielleicht nicht so ein gutes Zeitmanagement und brauchen die Infos, die sie suchen, dann eher schnell. Und gerade deswegen ist uns einfach dieses Prinzip der Selbstlernkurse, die total unabhängig besucht werden können, lieber als Kurse, die irgendwie wöchentlich freigeschaltet werden. Nun gibt es aber die Möglichkeit, diese Nachteile, die ich eben genannt habe, auszugleichen. Beziehungsweise es gibt ein Konzept, das nennt sich Blended Learning. Und das meint, dass man eben E-Learning, also Online-Lernen, mit dem Offline-Lernen oder dem normalen bisherigen Lernen verbindet. Man kann also mit Blended Learning die Vorteile dieser beiden Welten oder dieser beiden Methoden verbinden, indem man zum Beispiel sagt, man kann die Inhalte konsumieren, wo und wann man will, dank E-Learning, aber es wird nicht einsam, weil man dann in der Gruppe gemeinsam etwas bespricht. Und genau um dieses Prinzip geht es jetzt in der heutigen Folge. Und zwar möchte ich euch drei verschiedene Methoden vorstellen, wie man eben dieses Blended Learning Prinzip nutzen kann, um unsere Kursplattform, also das E-Learning in unserer Kursplattform, offline zusammen mit dem eigenen Team zu benutzen. Die erste Methode wäre dann so eine Art wöchentlicher Check-up. So habe ich es jetzt mal genannt. Wenn ihr einen besseren Vorschlag für den Namen habt, dann schreibt ihn gerne als Kommentar. Und zwar in dieser Methode würde man sich eben mit einem Team zusammensetzen und überlegen, welcher Kurs interessiert uns.
Und dann schreiben sich alle aus dem Team in den Kurs ein und machen sich einen groben Zeitplan, zum Beispiel ein Modul pro Woche. In dieser Woche habt ihr dann jeweils Zeit, euch die Inhalte anzugucken, und zwar so, wie ihr wollt, wann ihr wollt, ob ihr das am Stück gucken möchtet oder lieber jeden Tag ein bisschen, jeden Tag ein paar Minuten. Das ist dann einfach eure Entscheidung. Also da kann jeder das so machen, wie es ihm am besten gefällt, die Uhrzeit nutzen, wann er Zeit hat oder wann er am besten lernt, eventuell auch das Medium nutzen, was ihm gefällt. Also ob ich zum Beispiel ein Video dann mir nur angucke oder ob ich mir dabei Notizen mache, das kann dann einfach jeder machen, wie er möchte. Und das ist eben großer Vorteil von E-Learning. Einmal pro Woche oder was auch immer ihr ausgemacht habt, trefft ihr euch dann und besprecht eben das, was ihr euch angeguckt habt, und macht die Aufgaben dann zusammen. In vielen Kursen haben wir ja Aktivitäten für euch vorbereitet, die ihr dann eben zusammen machen könnt. Und natürlich solltet ihr dann auch dieses Community-Gefühl, was ihr dann habt, dafür nutzen, um die Inhalte, die ihr euch angeguckt habt und die ihr besprochen habt, dann auch wirklich direkt auf euren Verein zu beziehen. Also wenn ihr zum Beispiel den Kurs Öffentlichkeitsarbeit zusammen macht und es geht dann darum, was für Kanäle und Methoden es denn gibt, Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, dann könntet ihr dann gleich mal zusammen als Gruppe eine Mindmap machen und Ideen sammeln. Was davon wäre denn für unseren Verein auch cool? Welche Idee könnten wir uns denn vorstellen zu übernehmen? Welche Idee ist total bescheuert und passt überhaupt nicht zu uns? Und ich denke, das ist wiederum ein großer Vorteil davon, wenn man sich persönlich trifft, weil eben so Brainstorming, Ideen sammeln, Mindmappen, das ist einfach was in der Gruppe, in der guten Stimmung total super funktioniert. Wenn ihr dann das besprochen habt, am besten natürlich eure Ergebnisse auch festgehalten habt, dann beginnt quasi der nächste Zyklus, dann würdet ihr euch das nächste Modul wieder alleine angucken und euch dann eine Woche später wieder treffen und die Ergebnisse besprechen. Bei der zweiten Methode würdet ihr dann einen Experten oder eine Expertin bestimmen. Ihr entscheidet euch wieder für einen Kurs, den ihr machen wollt, und eine Person übernimmt dann eben diese Expertenrolle und macht den Kurs zunächst einmal alleine. Und dabei hat sie dann quasi die Vereinsbrille auf und versucht einfach, sich die Kursinhalte genau anzugucken und zu überlegen, was davon passt jetzt für meinen Verein. Was davon ist für uns relevant? Was sollten wir auf jeden Fall vertiefen? Was können wir überspringen, weil uns das nicht betrifft? Man filtert einfach so ein bisschen. Und wenn die Person dann fertig ist, dann würde eben die Gruppe mit dem Kurs anfangen. Und die Expertin oder der Experte leitet dann die anderen an und fungiert quasi als Mentorin oder Mentor und sagt dann zum Beispiel, diese Lektion können wir überspringen. Bei dieser Lektion können wir die Übung vielleicht direkt auf unseren Verein beziehen. Und vielleicht gibt es ja auch eine Lektion oder ein Modul, was total wichtig ist für euch, was ihr dann ganz besonders intensiv behandeln könnt. Vielleicht hast du dann bei den weiterführenden Links oder bei den empfohlenen Büchern schon mal geguckt und dann da noch zusätzliche Infos rangeschafft. Und ja, du führst dann einfach quasi, also wenn du diese Expertenrolle übernimmst, ich bin jetzt einfach ins Du verfallen, du würdest dann einfach deine Leute quasi anleiten und so dafür sorgen, dass diese E-Learning-Kurse, die ja grundsätzlich für alle gleich sind, dass die dann eben für die Gruppe optimiert ist. Und ihr würdet das dann eben wieder in persönlichen Treffen so machen können, dass du dann die Gruppe so ein bisschen betreust. Also dadurch, dass du das ja alles schon gemacht hast, dass du dich ja schon damit auseinandergesetzt hast, hast du ja einen Vorsprung und kannst dann zum Beispiel bei Fragen helfen oder bei einer Aufgabe so ein bisschen anleitend quasi arbeiten. Diese Methode könnt ihr natürlich mehrmals hintereinander machen und dann für jeden Kurs die Expertin oder den Experten austauschen. Also wenn du es jetzt dieses Mal beim Kurs Öffentlichkeitsarbeit gemacht hast, dann macht ihr als nächstes den Kurs Social Media und jemand anders ist dann der Experte und du kannst dich dann wiederum so ein bisschen zurücklehnen und wieder in diese normale Kursteilnehmerrolle gehen. Die dritte Methode habe ich mal Microlearning getauft. Und bei dieser Methode geht es darum, dass man eben nicht sagt, bei E-Learning, da muss ich immer jetzt hier ein komplettes Modul am Stück bearbeiten oder da muss ich mich jetzt immer hier 2 Stunden lang vor den Computer setzen und mir mehrere Videos angucken und die Arbeitsblätter ausdrucken, sondern man kann ja auch solche Kurse in kleine Häppchen aufteilen und die Stück für Stück konsumieren. Und das wiederum lässt sich super gut mit den Treffen kombinieren, die ihr eh habt. Also wenn ihr euch eh zum Beispiel für eine Teamsitzung trefft, dann plant doch einfach am Ende noch ein bisschen mehr Zeit ein, vielleicht so 20 Minuten, eine halbe Stunde,
Und wenn ihr dann diese Zeit euch freigehalten habt, dann nutzt die doch, um euch eine einzelne Lektion anzugucken. Also zum Beispiel ein Video anzugucken und dann darüber zu sprechen oder eine Aufgabe gemeinsam zu bearbeiten. Oder ihr hört euch zum Beispiel eine Podcast-Folge an und überlegt dann, wie ihr das, was im Podcast besprochen wird, auch für euren Verein anwenden könnt. Und es ist dann einfach so eine abgeschlossene Einheit. Ihr musstet nicht extra dafür jetzt irgendwie in die Stadt fahren oder so, sondern ihr kombiniert es einfach mit den Treffen, die ihr eh habt. Und so könntet ihr dann nach jeder Teamsitzung vielleicht einfach eine halbe Stunde oder sowas investieren, um euch eine kleine Einheit aus dem Kurs rauszusuchen. Hier wäre es auch wiederum möglich, das mit der zweiten Methode zu kombinieren, also dass pro Micro-Learning-Einheit eine Person ein bisschen die Expertenrolle besitzt, weil die Person sich das dann schon vorher angeguckt hat und sich schon vorher ein bisschen damit auseinandergesetzt hat. Das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Ihr seid da ganz flexibel. Und grundsätzlich ist es natürlich eure Entscheidung, wie ihr mit unserer Plattform arbeitet. Und wir wollen euch einfach ein paar Anregungen geben und mal ein bisschen zeigen, was so möglich ist. Wenn man jetzt irgendwie sagt, ach, E-Learning, das klingt irgendwie langweilig und einsam, das möchte ich, da habe ich keine Lust drauf, ich lerne lieber im Team. Das ist absolut möglich und ich würde sagen, es ist jetzt keine Ausrede mehr, wenn man sagt, ich habe keine Lust, alleine zu lernen, weil ihr das einfach mit eurem Team kombinieren könnt. Und selbst wenn ihr sagt, mein Team hat keine Zeit, keiner hat Lust, das mit mir so intensiv zu machen, ich will mir das erstmal alleine angucken, das ist natürlich auch möglich. Ihr könntet zum Beispiel im Forum, also in der Community, dann jemanden suchen, mit dem ihr das vielleicht ein bisschen zusammen besprechen könnt. Also vielleicht jemand, der bei einem ähnlichen Thema unterwegs ist oder ihr sucht dadurch jemanden aus eurer Region und findet dann da so ein bisschen so ein Buddy oder so ein Tandempartner zum Lernen. Das ist natürlich auch möglich, wie ihr möchtet. Ich bin total gespannt, wie das bei euch ankommt und wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg beim Lernen, viel Erfolg beim Nutzen der Plattform. Ich hoffe, ihr habt dabei so viel Spaß, euch das anzugucken, wie wir Spaß hatten, das zu erstellen. Und wir sehen uns dann in der Community. Macht's gut!